Guten Morgen. Sie müssen den Kamm mal so ein bisschen freilassen vorne. Morgen. Der Kamm von der Biotonne hier, der muss frei sein. Dann machen wir das mal gerade. Ja, der greift das und dann fällt das nachher alles raus und dann liegt das auf der Straße und dann schimpfen Sie mich aus. Ja, den schläge ich wieder. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Wenn er seitlich übersteht, das ist egal. Auch wenn der Deckel aufsteht. Bloß vorne, weil der das da greift. Ja? Aber seitlich ist in Ordnung. Ja. Oh, den habe ich aber. Dann beeilen Sie sich. Weißt du wie? Versuchen Sie es. Ja, aber ausnahmsweise, ja? Dankeschön. Bitte schön. Ja, hat so ganz nicht geklappt. Was zu viel ist, ist zu viel. Da ist Andreas Holt konsequent. Schönen Tag noch. Viel Zeit für Extrawünsche hat der Mann von der Müllabfuhr nicht. Rund 800 Biotonnen muss er heute in Bielefeld leeren. Und seine Schicht hat gerade erst begonnen. Seit 10 Jahren ist er schon im Geschäft. Ein Routinejob. Ich fahre bis an den Eimer ran. Hebe ihn leicht an, ziehe ihn zum Fahrzeug und jetzt oben in den Schüttraum. Die Tonnen, die Andreas Holt täglich leert, sind voll mit Küchen- und Gartenabfällen. Seit 6:30 ist er unterwegs, allein in seinem Seitenlader. Wenn alles klappt, kann er im Fahrzeug sitzen bleiben, aber nur, wenn die Anwohner ihre Tonne richtig an den Straßenrand stellen. Ja, hier muss ich mal einen neuen Aufkleber drauf machen. Ist eigentlich ungewöhnlich bei der älteren Dame hier. Die stellt ihren Eimer immer richtig hin. Vielleicht hat sie es nicht gesehen heute. Wieso wissen Sie, dass das eine ältere Dame ist? Die sehe ich häufiger mal. Meistens ist sie vorne im Garten. Die Bielefelder hat Andreas Holt gut erzogen. Plastik, Dosen oder Windeln, alles, was nicht in die Biotonne gehört, findet er mittlerweile nur selten. Aber immer wieder entdeckt er auch Müllsünder. Seinen Job nimmt er sehr ernst. Wie ein Detektiv guckt er den Leuten tief in die Tonne. Und nach so langer Berufserfahrung kennt er die üblichen Verdächtigen. Warum steigen Sie aus? Ja, hier ist öfter mal Restmüll drin gewesen. Mich hat die Leute benachrichtigt, wollte nur mal gucken, ob es denn jetzt tatsächlich sich gebessert hat. Aber sieht so aus. Sieht gut aus? Ja, das Rest werde ich sehen, wenn ich es denn reingekippt habe. Brot gehört da rein? Eigentlich nicht, aber das zersetzt sich ja auch. Es ist nichts Verkehrtes, bloß Lebensmittel, das ist natürlich, das zieht ungeziefer Ratten an. Aber da kann ich nichts gegen machen. Das ist Biomüll. So. Ob das nun alles so hundertprozentig ist, das sehe ich dann, wenn ich das geleert habe. Kein Restmüll, hat er vor kurzem auf die Tonne geschrieben. Eine Aufforderung an die Anwohner. Andreas Holt sorgt in seinem Viertel für Sauberkeit. Und das macht er mit der gebotenen ostwestfälischen Gründlichkeit. Alles fest im Blick. Mit Hilfe der Kamera. Und sieht's gut aus, der Tonneninhalt? Ja, man sieht's ja, ne? Es ist kein Restmüll drin, es ist nur Biomüll drin, so wie sich das gehört. Die erzieherischen Maßnahmen haben gewirkt. Was haben Sie schon entdeckt, was da nicht reingehörte? So richtig krass? Ja, alles, was so sonst in den Restmüll da reingehört. Was war so das Außergewöhnliche? Das Außergewöhnliche? Ein Radio war da schon mal drin, so ein Transistorradio, so ein Kofferradio. Früher so diese kleinen Stereogeräte, das war schon mal drin. Ein Eierkocher, eine Mikrowelle. Das ist schon mal zu finden hin und wieder. Ärgern Sie sich darüber? Ja. Weil es ist Biotonne und der Inhalt, der wird ja weiterverbraucht, weiterverwendet. Was er heute Vormittag alles aufgeladen hat, erfährt Holt in wenigen Minuten. 12,5 Tonnen Gewicht sind zusammengekommen und die bringt er nach Gütersloh zum Kompostwerk. Hier gibt es schon viel anderes Grünzeug, Gartenabfälle von Gärtnereien oder Privatleuten. Wichtig fürs Kompostieren.
Und das ist er, der Biomüll von Herrn Holt. Obwohl Müll, erfahren wir später, ist hier nicht das richtige Wort. Jedenfalls riecht es nach gegorenem Gras, unangenehm süßlich und moderig. Was sagen Sie jetzt zu Ihrem Müll? Eigentlich zufrieden. Sieht doch nicht schlecht aus. Nein, es ist doch recht gut. Wie gut er wirklich ist, wird sich gleich zeigen. Und während Andreas Holt gleich wieder in seinen frisch geputzten Wagen steigt und neuen Abfall einsammelt, wird seine Müllladung weiter verarbeitet. Zunächst in der Siebtrommel. Plastiktüten, Dosen oder andere Fremdstoffe kommen hier nicht weiter. Der Rest schon, unter der strengen Aufsicht von Clemens Pieper. 90% des Biomülls kann so recycelt werden und gelangt in die sogenannte Rottehalle. Herr Pieper, ja? Was gucken Sie sich so genau an? Ich gucke gerade, dass Sie das Feld, da das Feld ja hier gleichmäßig verfüllt werden muss, dass die Vorschübe entsprechend gleichmäßig sind. Was für Vorschübe? Das heißt die Erde hier? Oder? Das Rohmaterial, genau. Das, oder Grundmaterial. Der Biomüll? Ja, Bioanlieferung. Müll. In meinen Augen ist das kein Müll. Für uns bleibt es Müll. Ist das jetzt unter anderem der Biomüll von Herrn Holt? Ja, genau der ist das. Ja. Kannst du die Vorschübe auf beidseitig auf 40 hochsetzen? Selbstverständlich, Herr Pieper. 10 Wochen lang wird der Biomüll hier in der Halle umgeschichtet und verrottet bei 60 Grad. Später kann fast all das hier wieder verkauft werden als Dünger für die Gärten. Wie bewerten Sie denn den Müll von Herrn Holt? Also die Anlieferung von Herrn Holt, die war eindeutig eine 2. Keine großen Fremdstoffe drin. Von daher kann man das locker mit einer 2 bewerten. Ganz gut. Hier riecht es ja jetzt ganz schön extrem. Ne? Wie ist das für Sie, den ganzen Tag in diesem Geruch zu arbeiten? Ja, für den einen ist das Geruch, für den anderen ist das bald eine Sucht. Ihre Sucht? Also, wenn ich im Urlaub war, komm dann wieder, den ersten Tag, dann rieche ich das auch. Ansonsten rieche ich das nicht. Wir riechen das schon und sind erstaunt darüber, was alles in den Biotonnen landet. Zurück zu Herrn Holt ins saubere Auto. Sie haben ja bestimmt auch eine Biotonne zu Hause, oder? Ja. Holen Sie die denn auch mal selber ab? Nein, das ist eine ganz andere Tour. Das macht mein Kollege. Wie trennen Sie denn Ihren Müll zu Hause? Ich trenne Biomüll, Papier, gelbe Säcke und Restmüll, das schon. Aber dass ich jetzt jeden Joghurtbecher sauber putze oder reinige, das nicht mein. Das geht also selbst Andreas Holt zu weit. Und der sehnt sich nun nach einer Kaffeepause. Mahlzeit. Mahlzeit. Mann, ist ja viel los heute hier. Die Kollegen warten schon. Auch sie leeren Biotonnen. Ich wusste gar nicht, dass die Kantine so beliebt ist. Wenn die nicht da ist, ist keiner hier. Moin. Sein Ruf als Saubermann ist unter den Kollegen bekannt. Was er nicht leiden kann, ist, wenn man sein Auto gefahren hat und es ist dreckig. Das kann er nicht leiden. Von dort nicht. Oder wenn es kaputt gefahren worden ist und es wurde ihm nicht gesagt. Das kann er von dort nicht leiden. Ist ja richtig so, ne? Macht wenn einer sein Hobby kaputt macht oder so. Also das geht nicht. Deswegen hat er auch letzten Rippenbruch gehabt. Ja, genau. Was für eine Beziehung zum Müll haben Sie durch Ihre Arbeit? Eine gute Beziehung. Ich helfe mit den Bürgern, dass die nicht in den Dreck ersticken. Also ich habe damit kein Problem. Ich mache das gerne. Das ist meine Einstellung. Hat ja vielleicht nicht so ein gutes Image, ne? Das ist ja auch gut geworden. Müllwerke werden allgemein erstmal bei den Bürgern in die Linie gestellt, dass wir, ja okay, die holen bloß meinen Müll ab, die sind nicht viel wert. Aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz, der so denkt. Die meisten sind froh, dass wir da sind. Das Problem ist meistens so, dass die Leute den Müllmann in Verbindung bringen mit ihren eigenen Müll, schätze ich mal. Denn wenn die den Müllwagen sehen, dann riechen sie vielleicht ihre eigene Tonne. Denn ja. Die stinkt manchmal ganz gewaltig. Ja, lachen muss ich aber dann, wenn sie dann rauskommen und ihre Tonne reinholen wollen, den Deckel aufmachen.
Ne? Dann wissen sie, wie es stinkt. Ne? Sinnvolles tun sie. Da sind sich alle einig. Der Tisch, an dem sie sitzen, zeigt es. Gelbe Sackteile sehen Sie hier noch. Das ist alles klein gemacht und hier mit Harz und Holz zusammengepresst. Das ist ein Produkt von uns. Vielleicht war da schon mal eine Tüte von dir dabei. Oder von dir. Milchtüte. Das ist mein Joghurtbecher hier. Hat sie sauer gemacht. Die letzte Mülltour für heute. Und wieder muss Andreas Holt Müllsheriff spielen. Die Tonne da vorne sieht sehr voll aus. Ja, sowas wie das, das kann ich leider nicht leer machen. Das ist mir. Erstmal kriege ich das gar nicht auf meinen Kamm. Und wenn ich den dann anhebe, dann fällt die Hälfte runter. Und 10 Minuten später rufen die Leute an, ich hätte da alles dreckig überlassen. Ich fotografiere das und schreibe mir das dann auf. Warum fotografieren Sie das? Ja, für den Fall. Manche sagen dann, ja, das war ja gar nicht so. Und dann kann man das sagen, das war doch so. Was ist das für ein Buch, wo Sie das reinschreiben? Da schreibe ich alle besonderen Vorkommnisse rein. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ich irgendwas nicht geleert habe oder wenn einer einen Eimer verkehrt stehen hat, den ich eine Info gegeben habe, dass er nächstes Mal seinen Eimer richtig stellt, da schreibe ich mir auf, damit ich das einfach nur eine Gedächtnisstütze für mich, dass ich weiß, da war schon mal was. Sich absichern, auch bei der Berufswahl. Denn Müll wird es immer geben. Arbeiten bei der Müllabfuhr, war das für Sie schon immer klar? Nein. Also vor 15 Jahren hätte ich nie daran gedacht, bei der Müllabfuhr zu arbeiten. Gelernt habe ich Heizungsbauer, Lüftungsbauer. Erst als man merkte, dass es draußen in der freien Natur, dass es immer schlechter wurde mit der Arbeit und so. Da bin ich dann zum Müllabfuhr gekommen. Hatten Sie Berührungsängste? Hatte ich mir schon Gedanken gemacht. Ein paar von meinen damaligen Freunden, die hatten mich da schon merken lassen. Mit 2 oder 3 habe ich keinen Kontakt mehr. Deswegen? Ja, sie fanden das denn, ich hätte ja nun was Vernünftiges gelernt und warum ich jetzt gerade bei der Müllabfuhr arbeite, das könnte man nicht verstehen. Doch für Andreas Holt ist es ein ehrenwerter Job. Tag für Tag. Auch wenn es manchmal müßig ist. Guten Morgen. Die haben da so einen Sack da quer drauf gelegt, den kann ich so nicht leeren. Und mitnehmen darf ich das sowieso nicht. Der ist runtergefallen. Und, ne? Weil letztes Mal haben wir auch einen draufgelegt, da hat der Mann mitgenommen. Wenn er nicht runterfällt und wenn er so da drauf liegt, dass ich mir da oben nichts passieren kann, ist mir das in dem Fall egal. Aber das erstmal ist das viel zu schwer gewesen, das geht so nicht. Ich lasse den da liegen und dann müssen Sie den später anderweitigen. Ne? Ja? Schönen Tag. Tschüss. Ein strenger Holt, ein verständnisvoller Anwohner. Er wird sie weiter im Griff haben, die Biotonnenbesitzer in Bielefeld, bis zur Rente in 10 Jahren.